So, weiter geht's mit SpongeBob. Bin vom Bikini Bottom rehydrated. Das habe ich jetzt gerade, fällt mir gerade nicht so ein. Weil wann wir gelb sind? Erfahren wir gar nicht, okay. Ach, ich verstehe. Moment. Klar, natürlich. Jetzt verstehe ich, wie das Ding zu aktivieren ist. So, wir sind wieder mit Patty und Dix. Eigentlich hole ich mit SpongeBob bis unterwegs. Und Patrick will. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Ja, hier, wir sind da. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Abfüllmaschinen werfen. Die Fruchtwürfel, Früchte. Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf würfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine... Okay, wir müssen... Oh gut, das eine war jetzt kein Problem. Oh, Glück gehabt. Oh nein, wir verrecken. Okay, jetzt hat sich... Oh. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben jetzt Gegner, oder? Ja. Scheiße. So, jetzt haben wir das zumindest. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Autsch! Oh nein. Wie kriege ich denn da rüber? Okay, kann man auch machen. Scheiße. Ich hab doch nicht. Ja. Mann, fall doch nicht da runter. Total. Ja, ich weiß eh. Glück gehabt. Okay, verstehe. Ich verstehe das Ding, dahinter das Konzept. So, dann haben wir die Aufgabe geschafft und das Ding hinter haben wir es durch. So. Hat das jetzt irgendwas Leeres zu tun, dass ich da jetzt draufwerfen kann? Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Achso. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Kriegst du das hin? Ich kann also von hier oben Thaddäus Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Ach. Jetzt hör zu. Dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das? Ich habe Thaddäus beobachtet. Fang einfach an, die sind... Okay. Hör mal, das hat auch irgendwas Näheres, oder? Warte mal, hä? Warte, hä? Das ist so viel zu knapp, wenn wir gemessen. Das hat aber bestimmt was Näheres zu tun. Ey? Was hat das jetzt? Das ist doch viel zu knapp. Wir müssen alles. Muss ich die nach und nach machen? Ja.
Immer. Ach, verstehe. Moment. Ich verstehe es. Wir müssen es drehen. Wir müssen nach und nach drehen. Ja. Hat schon seinen Sinn, warum das so ist. Warte mal. Sind ja immer nur drei oder so. Die dreht sich jetzt weg. Ich verstehe es jetzt. Wir müssen es komplett wieder... Verstehe ich es richtig rum, Halle? Sieht so aus, hä? Oder? Du musst alle 8 Zylinder zur Stromseite drehen. Wirf etwas auf die Ja, ich hab doch gemacht, oder nicht? Ach, wir müssen die... Ach, verstehe. Na, wir müssen die nicht nach außen drehen, sondern nach innen drehen. Quasi, jetzt verstehe ich's. Ich verstehe den Sinn an der. Okay, ich verstehe den Sinn an der Sache jetzt. So schwer ist das gar nicht. Warte mal. Die sind jetzt fast alle nach innen. Nee, warte mal, warte. Junge, ist nicht schwer. Es ist eigentlich nicht schwer, es ist simpel gemacht. Die drei nach innen. Los geht's! Den nach innen. Dann haben wir die drei weg. Und dann. Warte mal. Den. Ach, warte. Gedankenspiel ist dahinter. Also die jetzt. Nee, Stromseite ist ja andersrum eigentlich, ne? Warte mal, so rumdrehen. So rumdrehen. Da. Und dann müsste eigentlich das Ding jetzt in die Mitte gehen, oder? Genau. So rum ist es richtig. So, Aufgabe gelöst. Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Hier, was? Nimm diesen goldenen Faltbänder. Nummer zwei. Oh, Junge! Hier eben Nummer zwei von, von acht. So, jetzt hat das irgendwas Näheres zu tun. Wir müssen wieder runterrutschen. Dann machen wir das doch mal. Hui! Hopp. Noch eine. Söckchen! Gut. Charakterwechsel vielleicht? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir... Ja, und wer schießt mir jetzt auf mich? Ach, du bist das da vorne. Warte mal. Ja, das war keine Absicht, weil wir sind die Maschine. Warte mal. Erstmal. Ah, hier unten ist sie. Warte. Es glänzt. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Scheiße, ich komme gar nicht so weit ran, ne? Es
jedoch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Stick. Kann ich ihn nicht hören. Ach, jetzt kommt da nochmal Dings dazwischen. Okay. Lüfter, jetzt. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Du bist mein... Hey! Okay, das hatten wir ja schon das Thema. Die haben wir schon gemacht. Da haben wir eine Verbindung geschafft. Outgeblät. Geschenke öffnen ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber wo müssen wir da jetzt weitermachen? Oh, das war keine Absicht. Spongebob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Warte mal kurz, den müssen wir noch mal. So, ist er kaputt? Ich muss überlegen, wie kommt man da hoch jetzt? Wie war das noch mal? Ja, nur eine gewisse Zeit, oder was? Kommen wir denn da hoch? Ach so! Ich verstehe, ja. Natürlich, klar. Dreck. Ich verstehe doch, was da los, was Sache ist. Ich verstehe doch! Die Plattform, die wir da eben hatten, die hätten wir draufbleiben müssen. So, jetzt können wir wieder. Mit der Plattform können wir nämlich ganz nach oben. Die müssen jetzt eigentlich, genau, die müssen jetzt uns nach oben bringen. Und die nächste war uns nochmal. Warum haben wir hier oben irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Nö, eigentlich nicht, ne? Doch, da ein Schalter. Natürlich. So. Ah, ich verstehe. Ah ja, das sind. Jetzt verstehe ich, was Sache ist. Das ist nämlich eine weitere Wand, um dann quasi mehr oder weniger. Das war nicht beabsichtigt. So, du jetzt auch nochmal hoch, oder was? So, jetzt geht's wieder hoch. Aufwärts, Ober. So, das ist die zweite Wand. Klappe jetzt. Das ist die Plattform. Eine Rutsche. Okay, verstehe. Jetzt geht's weiter da hoch. Soll ich mich noch nicht blöd anstellen? Das tue ich auch nicht. Da komme ich aber nicht rüber, ne? Nein, Rutsch. Okay. Dort, dort, dort. Boah, aber mit massig Glück.
Und das ist der nächste. Jawohl, ja. Nummer 63. Das heißt Nummer 3 in der Höhle. Jetzt gucke ich gerade, dass ich hier... Damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, Sandy? Musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Der erste ist gleich hier. Das ist hier? Schalter drücken. Verstanden. Wenn Schalter du alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurück. Hörst du mir überhaupt? Zuhören. Alles klar. So, ich würde gerne weitermachen, damit können wir nämlich weitermachen. Wir müssen... Moment. Alle Neune. Nummer 2. So, gerade gucken. So, warte mal, hier ist doch irgendwas. Okay, warte mal. Ah, okay. Komplette Heldenhöhle. Das heißt, wir haben ja mehrere. Wir müssen... Warum haben wir ja alles erledigt, ne? Ja, wie zeigen. Gut, dann machen wir hier weiter. Zum Sicherheitstunnel der Heldenhöhle. Den machen wir nämlich in der nächsten Folge dann. Gary, wie ich sehe, bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen. Du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Das war ein... Du hast recht. Ich wette, diese Tunnel führen mich nach oben. So. Check mal kurz mal alles ab. Da oben ist wieder irgendwas. Okay. Naja, wir gucken uns in der nächsten Folge an. Bis dann. So, heute geht's weiter mit dem Sicherheitssystem. Schnitz. So, da oben ist eine... Oh. Das ist ein Checkpoint. Okay. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ist er weg? Ist irgendwas passiert? Ah, guck mal, ein Kollege. Ein Hinterm. Klappe. Oh. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kann man die durch einfach tot machen? Kann man die nicht kaputt schießen? Nee, eher nicht. Boah, Alter, wie viel sind das? Lass mal gerade mal so. Ein Hinterm. Komm, Hinterm. Ich dich weiter kaputt. Also die Dinger kannst du nicht schon zerschießen. Jetzt musst du mich warten, bis das wieder... Oh, das ist zu viel. Warte mal. Ja, Kotzi, oder was? Ein Kotzi! Tot. War mal Kotzi. Wie eine Frühlingsbrise. Warte mal. Die machen wir mal kurz so. So, dann aktivieren wir auch mal kurz. Geschenke öffnen ist klasse. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Checkpoint. Ich fühle mich wie ein Boah, Alter. Ich habe noch 2 Leben oder so. So, den machen wir mal zu Kleinholz. Da ist auch noch einer. Den will ich auch noch kurz wegholen, damit er mir nicht im Rücken fallen kann. So, jetzt muss ich hier... Hier ist nicht ganz einfach jetzt, weil die jetzt... Jetzt kannst du hier rübergehen. Autsch! Total so, so... Oh, Alter! Schrecklich! Autsch!
Los, SpongeBob, es ist dein Geburtstag. Sind wir nicht hier schon gerade gewesen? Ja doch, das war ja das, oder? So, den nehmen wir mit. Ich komme! Also die Roboter sind ja auch viel zu überall, ne? Nennt mich auch Schwamminator. Wir müssen nämlich warten, bis die... Oh, das ist ja schrecklich. Autsch! So, jetzt haben wir's. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ach, guck mal, ein Hundefänger. Oh! Nehmen wir das mit? Hä? Jetzt haben wir ihn weg. So, dann nehmen wir hier die Kiste kurz mit hoch. Und nehmen uns hier, wenn wir mal kurz den Verwender Nummer 4. Lisa-Höhle. 4 fehlen noch. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. Das ist schon mal 3. So. Oh, 2 hatte ich jetzt nicht beabsichtigt. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Hey! Da! Freunde! Jetzt haben wir ihn weg! Wir dürfen aufpassen! Scheiße, das war nicht beabsichtigt. Das ist nicht ganz ohne das Ding da oben. Ist jetzt darüber oder was? Irgendwo. Also 3 von. Drei von 4 haben wir jetzt, ne? Und der 4. ist ein Sicherheitscomputer. Ja, du hast natürlich schön. Ich muss da, nein, ich muss da nicht noch mal rüber. Wir müssen bestimmt da hoch jetzt, oder? Ja, wo kannst du einmal runterfallen? Kann man nämlich hier über das Ding wieder hoch. Zumindest mal keine Feinde mehr. Es ist ziemlich dunkel, ich sehe es gerade nicht. Nein, das kann doch nicht sein. Diese scheiß Dinger, kann ich die nicht kaputt schießen? Ist das nicht irgendwie möglich, die mal kurz den Weg frei zu schießen? Warte mal kurz, ich habe doch hier mal die Kiste gesehen. Da. So. Ich frage mich, wo führen die mich überhaupt hin, die Dinger? Warte mal, jetzt machen wir etwas anders. Ich kann mal gucken, ob ich die... Die müssen doch kaputt zu schießen sein, die Dinger. Sind auch ein Roboter oder nicht? Die fliegen mehr oder weniger komplett durch. Alter, also wenn ich mit, den, mit der Rakete kriege, ist sie nicht kaputt geschossen. Aber mit dem... Boah, Alter. Autsch. Ach, Mann. Wo ist die? Wo ist das? Wo geht dieser Dings eigentlich hin? Wegen der Socke da oben oder was? Ich mach das ganze Ding wegen der Socke, okay. Ja, warum nicht? Kann man ja versuchen. Was sind Socken? Ich habe noch nicht mal so viele Socken. Okay.
Nein! Das ist es wahr! Die schubst mich rüber, das ist nur wegen der, wirklich nur wegen der Socke, oder was? SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Ich mach's wirklich nur wegen der Socke, oder nicht? Du wirst jetzt 8 Level, weil ich muss ja... Ne, 4-8 Level sind es nicht, aber... Ja. Was haben wir denn hier? Schaut euch die Socke. Die das Ding, ja. Wohlbeibereich. Okay. Komm, ich fest drauf. So. Und das Ding hier ist dann quasi in der nächsten Episode das Hauptziel.